Hallo, ich bin Jeanette Moss aus der Campo. Und ich bin Amelia. Und ich habe euch heute mal was mitgebracht. Wer mich gut kennt, der weiß, ich bin eigentlich nie alleine unterwegs. Ich habe immer so einen Kasten dabei. Und da ist natürlich was drin. Und zwar ist da ein Instrument drin. Aber es ist eben keine Geige und keine Gitarre. Das meinen nämlich die meisten Leute. Ich hol's mal raus. Schau mal. Was könnte das denn sein? Du weißt es. Eine Mandoline ist das. Genau, das ist eine Mandoline. Mein Lieblingsinstrument. Ich zeige euch gleich mal, wie es klingt. Ein Plektrum. Kennst du das? Magst du mitsingen? Mandoline, und so klingt sie, ne? Mhm. Damit die klingt, habe ich natürlich noch so ein Plektrum hier in der Hand. Und damit muss man die 8 Saiten der Mandoline anschlagen, damit sie klingt. Man kann auch zupfen sagen. Die Mandoline ist ein Zupfinstrument. Die Finger der linken Hand drücken die Saiten herunter, damit man noch viel mehr Töne machen kann. Hier bei diesem brasilianischen Musikstück muss ich die Finger dazu ganz schön schnell bewegen. Guck mal, ich habe hier hinten noch ganz verschiedene Mandolinen liegen. Es gibt so viele verschiedene. Das sind alte Mandolinen, wie man sie ganz früher gespielt hat. So eine Mandoline spielt man in Amerika besonders gerne. Die ist einfach nur flach. Und deshalb klingt sie auch etwas anders. Diese flache Mandoline spiele ich genau gleich, auch wenn ihr etwas fehlt. Die hat nicht hier so einen dicken Bauch. Po oder so. Po. Wenn man das Bauch nennt, dann weißt du bestimmt, wie man das hier nennt bei der Mandoline. Hals. Genau. Und wie könnte man das hier nennen? Bauch, Hals, Kopf. Genau. Man kann mit der Mandoline Melodien und Akkorde spielen. Natürlich auch gemeinsam mit anderen zusammen. Wie hier im Mandolin-Gitarren-Duo. Zupforchester oder anderen Ensembles und Spielgruppen. Und hier hört und seht ihr jetzt eine Mandoline, wie man sie früher spielte. Solche Mandolinen hat man vor über 350 Jahren gespielt. Sie sahen dem Instrument, das Laute heißt, sehr ähnlich, nur mit hellerem, also höherem Klang. Und die Saiten hat man mit einem Federkiel oder den Fingern oder einem Plektrum angeschlagen. Die Saiten der Mandoline heißen G, D, A und E und jede gibt es zweimal. So kommt man auf die 8 Saiten. Durch die Doppelsaiten kann man auch wunderbar das Tremolo spielen, für das die Mandoline bekannt und beliebt ist. So wie hier bei dem italienischen Musikstück. Übrigens auf einer original italienischen Mandoline. Vielleicht gefällt euch die Mandoline so gut, dass ihr Lust habt, euch noch ein paar Links anzuschauen, die ihr noch von mir bekommt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns irgendwann und können dann mal zusammenspielen. Wir machen hier noch ein bisschen Musik und singen noch ein bisschen. Tschüss! Folgt den Nordwind.